Hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier bei Gran Turismo 7 Nissan GTR LM Nismo Gruppe 1 Geldglitch. Ihr könnt auf dieser Rennstrecke mit diesem Fahrzeug richtig viel Geld verdienen. Ihr startet auf den 20. Platz, müsst also demzufolge nur 19 Fahrzeuge überholen. Also alle Fahrzeuge. Wir wollen hier nämlich auf den ersten Platz. Da gibt es das meiste Preisgeld und es ist hier auch ein Geldglitch. Ihr bekommt immer fehlerfrei Bonus, auch wenn ihr Fehler macht. In Gran Turismo 7 ist es ja normalerweise nicht so. Die erfahrenen Leute wissen es natürlich, wenn nur ein Fehler gemacht wird, ist der fehlerfrei Bonus weg. Allerdings trifft es nicht hier auf dieses Rennen zu. Gibt noch ein paar andere Rennen, habe ich auch schon auf meinem YouTube-Kanal gezeigt. Aber jetzt hier bei diesen Rennen speziell trifft es auch nicht zu. Ihr könnt zum Beispiel ein aus Versehen hinten drauf fahren, also kann ja vom Prinzip mal passieren. Oder ihr kommt aus Versehen auf den Rasen drauf oder auf den Sand. Oder ihr bekommt eine Zeitstrafe. Wenn das alles passiert, seid ihr hier bei diesen Rennen dank diesem Geldglitch auf der sicheren Seite. Und ihr bekommt trotzdem den Fehlerfrei-Bonus. Einzige Ausnahme ist natürlich, wenn Überholverbot ist, dann bitte nicht überholen, weil dann funktioniert der Geldglitch leider nicht mehr. Aber das sollte ja nicht so schwierig sein, darauf zu achten. In der Regel kommt es auch nicht so oft vor, dass hier mal ein Überholverbot überhaupt mit bei ist. Meistens ist keins bei und ihr könnt ganz gemütlich jedes Rennen durchfahren. Und Hauptsache, ihr macht am Ende den ersten Platz und dann lohnt sich das Rennen auf jeden Fall richtig. Jetzt sind wir schon eine Runde gefahren, sind jetzt in der zweiten Runde. Ich switch mal vor zur sechsten Runde. Jetzt wechsle ich von Kraftstoffmischung Nummer 1 auf Kraftstoffmischung Nummer 6. Also wir sind vorher ganze Zeit 1 gefahren, dann auf 6. So, jetzt Anfang 8. Runde wechsle ich wieder von Kraftstoffmischung Nummer 6 auf Kraftstoffmischung Nummer 1. Ja, also vom Prinzip bin ich nur eine einzige Runde auf die Kraftstoffmischung Nummer 6 gefahren und die anderen Runden auf Kraftstoffmischung Nummer 1. Also 7 Runden auf 1 und eine Runde auf 6. Ja, das Ganze mache ich, damit ich 8 Runden über die Runden komme, um dann jetzt nach 8 Runden ran an eine Box. Neue, frische Reifen drauf. Wir fahren hier mit den Rennen harten Reifen. Setup für alles zeige ich euch natürlich hier auch noch im Video. Und ganz wichtig ist natürlich auch nach 8 Runden nicht nur Reifen wechseln, sondern das Fahrzeug auch komplett voll tanken. Ja, und es sieht immer hier in Gran Turismo 7 richtig cool aus. Der Boxenstopp gefällt mir wirklich richtig gut. Fahre ich immer auch wieder mal gerne solche Rennen, wo man auch Reifen wechseln muss und auch tanken muss. Dann geht es weiter ins Rennen. Jetzt nochmal zum Thema Kraftstoffmischung. Jetzt könnt ihr die ganze Zeit auf Kraftstoffmischung Nummer 1 bleiben, weil jetzt sind ja nur noch 7 Runden zu fahren. Und da reicht der Tank auf jeden Fall. Ihr müsst nicht wechseln auf Kraftstoffmischung Nummer 6. Wie gesagt, die ganze Zeit auf volle Leistung, voller Verbrauch auf Kraftstoffmischung Nummer 1. Und der Tank wird bis zum Ende des Rennens ausreichen. Jetzt switche ich mal vor zur letzten Runde, zur 15. Runde. Tank hat auf jeden Fall gereicht. Ein bisschen Reserve haben wir so ja noch drinne, also nicht komplett leer. Ja, fahren wir nur noch durch die Ziellinie hindurch und dann ist das Rennen hier auch schon abgeschlossen, liebe Leute. Ungefähr 26 Minuten geht das Rennen mit diesem Fahrzeug und ihr gewinnt in den 26 Minuten 727.500. Auf jeden Fall ein Betrag, der sich sehen lassen kann. Daran könnt ihr auch schon erkennen, dass der Geldglitch funktioniert hat. Normalerweise wäre es ja viel weniger. Da stand es nochmal, bonusfehlerfreies Rennen.
Das Rennen findet ihr auf Weltstrecke Europa, Sadegna Strecke. Und dann haben wir hier Volt Touring Car 800. Hier unten steht maximale Belohnung 485.000. Ihr gewinnt aber immer die 727.500, also 50% mehr. Und Setup 800 LP zeige ich euch jetzt. Hier ist das Setup und wenn ihr das so übernimmt, dann solltet ihr auf jeden Fall, wenn alles richtig gut geht, 800 LP haben. Ja, habt es jetzt ein paar Mal ausprobiert, passt so, sind genau 800 LP, könnt ihr gerne so übernehmen. Falls ihr Interesse habt an mehr solchen Videos rund um Gran Turismo 7, wo man richtig viel Geld verdienen kann, dann schaut doch mal in meinen Playlisten vorbei. Unter GT7 Glitch und Cheat oder GT7 Geldtricks. Des Weiteren auf meinem YouTube-Kanal interessante Videos rund um Gran Turismo 7. Autos kaufen, da kaufe ich teure Autos, die teuersten 20 Millionen, ein einziges. Also gerade wenn man so ein Auto sich kaufen möchte, ist natürlich so ein Rennen von Vorteil, dann kommt man schneller dazu. Update-Informationen, immer ganz wichtig, wenn ein neues Update rauskommt, lade ich das hier hoch. Somit seid ihr hier auf meinem YouTube-Kanal immer up-to-date, immer auf den neuesten Stand rund um Gran Turismo 7, neue Events, neue Autos, neue Strecken, was alles auch neu mit dabei ist, das zeige ich euch hier auf meinem YouTube-Kanal. Und wenn ihr ein Abo da lässt, dann verpasst ihr hier nichts mehr mit Gran Turismo 7 und falls ihr ein Abo da lässt, dann aktiviert doch gleichzeitig die Glocke, weil dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich hier ein neues Video hochlade. Die komplette Kaffeekarriere, Lizenzen, Missionen, Streckenerfahrung, alles auf Gold. Wenn ihr da irgendwo Hilfe braucht, schaut euch gerne die Videos dazu an. Events, Meisterschaften, alles komplett. Arcade-Rennen, Driftrennen, Zeitrennen, Benutzerrennen, Langzeitrennen, Rennen, Wiederholungen und Musikrennen, Wiederholungen. Und natürlich auch die komplette Musikrallye, auch alles auf Gold. Falls ihr da irgendwie Hilfe braucht, könnt ihr euch gerne auch die Videos dazu anschauen. Live-Rennen, Autopräsentationen und schöne Landschaftsfilme von den Fahrzeugen, die es hier in Gran Turismo 7 zu kaufen gibt. Sind ja mittlerweile einige. Ja, der eine oder andere sammelt es, den einen oder anderen ist es egal. Ich auf jeden Fall sammle hier die ganzen Autos in Gran Turismo 7. Ich hoffe, liebe Leute, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst jedoch gerne einen Daumen nach oben, liebe Leute. Und über ein Abonnement würde ich mich auch sehr freuen. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch natürlich wie immer weiterhin viel Spaß bei Gran Turismo 7. Bis dahin, Leute, macht's gut, ciao und gute Fahrt!